Wir dachten schon, es wäre vorbei, aber die Accessoire-Packs sind zurück. Frisch wurde nämlich das brandneue, lukrative Hobbyküche-Accessoire-Pack für Die Sims 4 angekündigt, dessen Trailer ich in diesem Video analysieren möchte. Endlich ist es soweit. Nachdem wir schon im Behind the Sims Video erfahren haben, dass es ein neues Accessoire-Pack geben wird, wurde jetzt der erste Trailer des lukrativen Hobbyküche-Accessoire-Packs veröffentlicht. Dieses erscheint am 28. September und bietet neue, moderne Küchenmöbel mitsamt passenden neuen, legeren Klamotten, aber auch drei neue Gameplay-Objekte. Ein Waffeleisen, Pizzaofen und Rührgerät kommen mit diesem Pack ins Spiel. Jetzt aber weiter zum Trailer. Dieser beginnt mit einem ersten Einblick in das neue Verkaufsfeature für Essen. Laut Blog-Eintrag kann man hier auf verschiedenen Grundstücken einen Stand eröffnen und Beziehungen zu seinen Kunden aufbauen. Auch die Auswahl der Gerichte, die ihr hier verkaufen wollt, lässt sich frei anpassen. Das Waffeleisen und Tischofen können ebenfalls hier mit hingenommen werden. Weiter in der Küche der Sims. Hier bekommen wir schon einen Einblick in die Auswahl der neuen Objekte. Der Boden ist wohl ebenfalls neu. Tatsächlich ist an diesem Regal Dekoobjekt unten ebenfalls Beleuchtung angebracht, was ich persönlich ein echt cooles Detail finde. An Farben gibt es hier auch eine nette Auswahl, die wohl allesamt recht knallig sind. Jetzt kommen die neuen Gameplay-Objekte ins Spiel, an denen neue Rezepte hergestellt werden können. Überall im Trailer stehen kleine Schälchen mit Zutaten herum. Diese scheinen wohl ebenfalls irgendwie hergestellt und dann für die neuen Gerichte verwendet werden zu können. Ein nettes Detail: Wenn das Mehl in die Rührschüssel kommt, hängt ein wenig Teig oben am Haken. Übrigens, die Sims können auch Keksteig aus einem der neuen Gläser heraus naschen. Auch der Pizzaofen ist wohl mit netten, kleinen neuen Animationen verknüpft, die mir direkt Bock auf heiße, knusprige Pizza machen. Aber nicht nur Pizza, sondern auch Focaccia kann hier hergestellt werden. Dieses Accessoire-Pack wird es demnächst ebenfalls wieder auf Instant Gaming geben, welche die Packs immer deutlich günstiger haben. Wenn du ein Pack nach Wahl gewinnen willst, schau ebenfalls gerne in der Beschreibung vorbei. Jetzt sehen wir die Sims live beim Probieren am neuen Stand, welche die Pizza wohl alles andere als lecker finden. Das neue Waffeleisen ist mit einigen neuen Rezepten verknüpft. Hier stehen unter anderem welche mit Dill und Lachs oder auch Hähnchen und Ei bereit, welche in skandinavischen Ländern viel gegessen werden. Ein wenig unklar ist allerdings bis jetzt noch, inwiefern das neue Rührgerät neues Gameplay bringt. Vielleicht ergänzt dieses ja bereits vorhandene Rezepte, wie zum Beispiel die Cupcakes. Was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass der Rührtopf hier wohl Gemüse verarbeitet. Schaut euch in dieser Szene das neue Gesamtoutfit an, das mir echt super gut gefällt. Aus meiner Sicht ist der Pizzaofen fast das beste neue Gameplay-Objekt. Ich bin schon gespannt, wie oft den Sims der Teig auf den Kopf fallen wird. Falls euch normale Pizza etwas zu langweilig ist, erhält dieses Pack auch neue blaue Spezialpizza. Mal sehen, ob diese ebenfalls einzigartige Effekte hat. Tatsächlich bin ich wirklich gespannt, was die einzelnen Objekte so für neue Mechaniken ins Spiel bringen und wie die Auswahl des Erstellers einen Sim-Modus aussieht, die mich in diesem Trailer eher nicht so angesprochen hat. Jetzt meine Frage an dich: Freust du dich auf die neuen Küchenmöbel oder wartest du erstmal ab? Schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.